Hey Leute, mein Name ist Epixdan und mit dabei ist heute die Kata. Hallo. Und wir befinden uns hier wieder im Gefängnis. Und oh Gott, guck mal, die Tür war offen zum Hundi. Hallo Hundi. Oh nein, hallo. Es haben richtig, richtig viele Leute in die Kommentare geschrieben, wie wir den Hundi nennen sollen. Und Kata, die meisten Leute haben geschrieben, wir sollen ihn Baloo nennen. Ja, oh, unser Baloo, so süß. Richtig, richtig cool. Und heute haben wir was richtig, richtig Gutes vor, Kata. Zum einen wollen wir nämlich die Zelle tauschen. Warte mal, wir können mal nach unten gehen. Komm mal mit. Komm mit. So. Hoppala. Oh, okay. Wir wollen nämlich die Zelle tauschen, weil wir in der letzten Folge aus der Kanalisation rausgegangen sind und nämlich hier diese eine Zelle gefunden haben, beziehungsweise zwei Zellen. Ich glaube, war das die Zelle hier? Ja, die allein stand. Ja, stimmt, die hier, guck mal. Von da sind wir in der letzten Folge von unten hochgekommen. Da unten ist die Kanalisation und wir wollen die Zelle hier haben. Das heißt, wir wollen umziehen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das dürfen. Das müssen wir einfach mal nachfragen. Aber denkst du, hier hinter ist auch Platz für den Hund? Warte mal, wollen wir das testen? Warte mal, stell dich mal einen Eingang, Kater, dass uns keiner sieht. Okay, pass auf. Hallo? Ja! Guck mal! Okay, perfekt. Das ist ein perfekter Raum für den Hundi. Okay, das ist richtig gut. Da müssen wir einfach nur noch nachfragen, ob wir auch wirklich hier rein dürfen. Und was wir heute noch machen, ist, dass wir unsere Zelle dann upgraden. Wir haben, glaube ich, genug Gold, beziehungsweise heute müssen wir natürlich wieder arbeiten. Das heißt, wir können ein bisschen Gold nochmal klauen. Und da mit dem ganzen Geld können wir dann die Zelle upgraden. Ich würde sagen, Kater, wir müssen jetzt erstmal zum Frühstück, danach geht's zur Arbeit. Stimmt, okay, dann. Go, go. Okay, mal sehen, was es heute gibt tatsächlich. Ich habe noch eine Suppe hier mit dabei. Warte mal. Oh, danke schön. Bitte schön. Oh, sehr gut. Okay. Ich habe eine Suppe noch mit dabei. Ich hab auch noch Kohle mit dabei. Warum das denn? Oje, ich glaube, ich habe auch noch Stein und Erde und so dabei. Vor allem, ich habe meine Spitzhacke auch noch mit dabei. Ja, oh Gott. Ich auch. Ich hoffe, uns kontrolliert da keiner, aber ich denke nicht. Oh. Okay, mal sehen, was es heute zu frühstücken gibt. Ich was glaube, du? Ja, wahrscheinlich wieder Brot, so 100% Brot. Und es ist. Oh, eine Suppe. Willst du die nehmen? Okay, gerne. Ich nehme mir ein bisschen Brot mit raus. So, oh, ich habe tatsächlich auch ein bisschen Hunger. Warte, ich setze mich mal hier hin. So, yum, 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 yum. Okay, ich bin satt, Kater. Ich auch. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, wir müssen jetzt arbeiten in die Mine. Och, nee. Oh, wann denkst du, müssen wir wieder Holz abbauen? Ich weiß es nicht. Eigentlich ist die Mine ja besser. Weil, ja, ich meine, wir können Gold klauen und für das Holz werden wir sehr, sehr schlecht bezahlt tatsächlich. Wir gucken, dass wir so viel Gold wie möglich bekommen, dann geben wir ein bisschen ab, dass die natürlich keinen Verdacht schöpfen und den Rest behalten wir natürlich selber. Das heißt, wir müssten auch ein bisschen Eisen noch klauen und Kohle noch, dass wir natürlich auch braten können. Ah, stimmt, okay, machen wir. Und dann musst du auf jeden Fall heute Mittag die Werte überzeugen, dass wir tatsächlich umziehen dürfen. Ich denke, wir dürfen umziehen. Ich meine, wir haben uns noch nichts zu Schulden kommen lassen, wir sind hier noch nicht negativ aufgefallen. Ich denke, das geht schon in Ordnung. Vielleicht müssen wir denen noch selber was zahlen nochmal. Wer weiß. Oh, das kann natürlich sein. Vielleicht müssen wir die bestechen oder sowas. Mhm. Okay, aber ich meine, guck mal, wie viel Gold wir hier haben. Das ist echt richtig, richtig gut tatsächlich. Ja. Wir müssen jetzt bis heute Mittag tatsächlich arbeiten. Und ich meine, in der Zeit können wir so, so, so viel Gold farmen. Das ist so nice. Und Kohle natürlich auch noch ein bisschen. Oh, Eisen, ne? Ja, genau, auch noch. Aber hauptsächlich natürlich Gold ist natürlich am wertvollsten. Boah, das ist richtig, richtig gut tatsächlich. Kater, ich glaube, es ist 12 Uhr, kann das sein? Ich habe keine Uhr, aber ich habe jetzt insgesamt 2 Stacks und 18 dazu ein bisschen Iron. Hast du auch viele Erze? Ja, eigentlich schon. Okay, sehr gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Mittagessen. Wir müssen jetzt aber auf jeden Fall noch ein paar Erze abliefern, sonst schöpfen die auf jeden Fall Verdacht. Wann haben wir das letzte Mal überhaupt irgendwas abgegeben? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben einfach alles behalten. Aber das ist egal. Ich glaube, da schöpft keiner Verdacht, oder? Ich bin mir nicht sicher. Nee, aber okay. Gehen wir jetzt diesmal die Spitzhacke überhaupt ab? Ja, ja, würde ich auch sagen. Okay, gut. Und ich würde sagen, ich gebe einfach ein Stack ab und 18. Dann habe ich immer noch ein komplettes Stack Gold. Das ist, glaube ich, ausreichend. Ja, damit klar. Können wir auf jeden Fall das Zellen-Upgrade kaufen, was richtig, richtig cool ist. So, ich packe hier hinten ein Stack und die 18 rein. Und das auch. Ich hoffe, du hast genug Kohle. Aber ich habe auch noch ein bisschen Kohle. Und hier oh, ich auch. Ich habe nicht viel Kohle. Okay, ich habe 11. Ich glaube, das reicht eh, oder? Ja, ja, das reicht. Okay, das heißt, ich habe jetzt ein Stack Gold, was ultra viel ist, und 11 Kohle. Okay, ich das noch ein bisschen passt. Gold mitgenommen. So, sehr gut. Okay, Spitzhacke hast du auch abgegeben hier. Oh, nein. Okay, mach das mal am besten. Sehr okay. Gut. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt zum Mittagessen. Und danach würde ich sagen, überzeugst du den Wärter, beziehungsweise vielleicht müssen wir den Wärter bestechen. Ich bin mir nicht sicher, dass Kann wir halt unten sein. Die Zelle bekommen. Dann müssen wir halt komplett umziehen. Und uns das Zellen-Upgrade kaufen. Guck mal, wie viele Tiere hier sind. Hier ist ein Hühnchen, ja. Da hinten ist ein Schweinchen. Echt komisch. Denkst du, die erlauben uns den Hund, wenn wir nett fragen? Vielleicht müssen wir den auch gar nicht verstecken. Ich bin mir nicht sicher. Weiß nicht. Schon komisch. Die werden bestimmt fragen, woher wir den haben. Das stimmt. Okay, ich würde sagen, was gibt's denn heute zum Mittagessen? Ich habe eigentlich gar keinen großen Hunger tatsächlich, Kater. Ich auch nicht. Okay, warte mal. Vielleicht können wir auch ein bisschen das Mittagessen nutzen und einfach schon direkt zum Wärter gehen in unseren Zellenblock.
Ja, können wir machen. Und du musst ihn, glaube ich, überzeugen. Ich glaube, auf dich hört er mehr. Okay. So. Ich hoffe es zumindest. Zack, hier durch. Und dann in unseren Zellenblock. Was eigentlich auch cool wäre, wir könnten uns natürlich auch mal die anderen Zellenblocke anschauen, was dort abgeht. Stimmt. Da waren wir noch. Machen kurz? Ich würde sagen, das machen wir erst nachher. Wir nutzen jetzt einfach mal die Mittagspause bzw. die Mittagszeit dazu, den Wärter zu überzeugen. Okay. Ich hoffe, wir kriegen das hin. So. Wen soll ich fragen? Ich glaube, der da hinten ist dafür zuständig. Genau, der da steht, ist dafür zuständig. Okay, also wir können die Zelle haben, aber ja, wir sollen uns richtig beeilen, weil halt neue Häftlinge kommen und so. Okay, das ist cool. Okay, dann würde ich sagen, Moment mal, wie bringen wir überhaupt den Hund dahin? Keine Ahnung, das musst du machen. Oh, Moment mal, wir haben die Spitzhacken abgegeben. Ah, okay, wir müssen uns oben noch eine neue Spitzhacke machen. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Eisen, was wir geklaut haben. Ich bin mir nicht sicher. Ach, Mann, wenn man... Ich habe kein Eisen mehr, aber... Ich glaube, in der Kiste ist noch was, hoffentlich. Warte mal. Ja, oh nein, nur 2 Eisen. Oh echt? Nein! Okay, das Stein, heißt... Stein, ich hab Stein. Okay, sehr gut, okay. Dann brate ich ein bisschen Gold noch. Warte mal, brauchst du Sticks? Ich kann dir 2 Sticks geben, hier, bitteschön. Ja, danke. Und dann würde ich sagen, ich fange schon mal an, hol dir schon mal die Betten mit. Und dann holen wir auch gleich die Kisten, den Ofen. Und den Hund müssen wir irgendwie schauen, wie wir den runterbekommen. Irgendwie, dass es keiner mitbekommt. Stimmt. Okay, das heißt, warte mal, dann mache ich das Bett hier auch weg. Wir haben ja eh unser Doppelbett. So, das kommt weg. Und das kommt auch weg. Dann stelle ich das Bett, glaube ich, genau, da stelle ich das so hin und deins hier nebendran. Da haben wir so ein schönes Doppelbett hier. Hier ist die eine Kiste, da kann ich die andere Kiste eigentlich hier hinstellen. Das können wir eigentlich auch wegmachen, beziehungsweise, warte mal, da mache ich das Ding hier kurz weg. So, okay, das passt, dann haben wir hier unser Waschbecken, hier unsere Kiste. Und ich glaube, hier unseren geheimen Eingang nach unten, das sieht so keiner, hoffe ich zumindest. Hallo. Okay, warte mal, stell dich mal dahin. Ja. Oh, nice. Ja, jetzt haben wir auch so einen coolen Raum für unseren lieben Baloo. Genau, ich gehe nochmal kurz nach oben. Achso, du hast die Spitzhacke, ne? Ja. Okay. Ja, das wäre nett. Warte mal, es ist so. Ich mach hier schon mal alles rein. Zack, 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 zack. Spitzhacke, bitteschön. Danke dir. Okay, das heißt, ich hole oben schon mal den Ofen mit. Ich glaube, da wird ja gerade noch Gold gebraten, ne? Ja. Okay. Na gut, das können wir unten auch weiter braten. Ich glaube, das ist kein Problem. So, stimmt. Zack und zack. Den Ofen baue ich kurz ab. Die Workbench auch, die Kiste, oh stimmt, die Kisten sind ja noch voll, ne? Ja, deswegen. Oh, da ist so viel Gold drin. Okay, warte mal. Aber ich denke schon, dass ich genug Platz habe. Ich nehme das hier mal mit. So, wie sieht es mit Platz aus? Ja, das reicht locker. Und hier, ja, hier ist auch nicht viel drin. Okay, das ist gar kein Problem. Wir müssen auf jeden Fall morgen auf der Arbeit noch viel, viel mehr Erze klauen, also dass wir genug Eisen und so Zeug haben. Oh ja, stimmt. Okay, hier passt alles gerade. Die Zelle ist ausgeräumt, da kommt unser Schild hier auch weg. So, sehr gut. Und wir sind tatsächlich erfolgreich umgezogen. Perfekt. So, ich komme zu dir runter. Okay, ich hänge hier unser Schild auf. Epic und... Warte, Epic Stun und Carter. So, jetzt wohnen wir hier offiziell, Carter. Perfekt. Okay, ich habe hier noch den Ofen, dann hier noch den Crafting Table. Das heißt, oh, wir haben so viel Gold. Oh Gott, warte mal. Ja, warte, ich habe auch noch ein bisschen. Oh Gott, das ist so, so heftig. Schau dir das mal an, wie viele Kisten wir jetzt auch haben. Das ist so krass. Stimmt. So, schau dir das mal an. So, die Spitzhacke brauche ich. Okay, wir haben so, so, so viel Gold. Das crafte ich noch kurz um. So, okay, sehr gut. Zack, zack, zack. Oh, warte mal, das ist die falsche Kiste, glaube ich. Genau, wir müssen hier rein. Schau dir das mal an. Wir haben so, so, so viel Goldkarte. Das ist echt nice. Stimmt. Und ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt einfach mal ein Upgrade. Ja, lass los. Ja, eine bessere Zelle. Aber welche wollen wir uns denn kaufen? Ich fand die mit dem Holzboden ganz schön. Okay, wie viel kostet die denn? Oh, ich glaube 200. Denkst du? Oder vielleicht ein bisschen mehr? Ich bin mir nicht sicher. Kann mehr sein. Ich kann auch 400 sein. Ich weiß nicht ganz. Hm. Okay, wir schauen einfach mal. Mit dem Holzboden. Ah, 150 nur! Ja, perfekt. Das ist ja richtig gut. Andere. Die finde ich nicht so schön. Ja, aber guck mal, die hier ist eigentlich auch schön für 350. Stimmt. Hm. Ich würde sagen, wir nehmen die hier, okay? Okay. Warte mal, ich glaube, du musst die da hinten bei denen bezahlen bzw. beantragen. Okay. Ah, das ist tatsächlich die vorletzte schon für 350. Das ist heftig. Okay, okay, wir nehmen die. Die finde ich auch schön. Okay, das wird bearbeitet dann. Okay. Denkst du, unsere Zelle ist schon umgebaut? Oh, ja, warte. Doch, schon. Schau dir das mal an. Das ging aber richtig schnell. Das ist ja, oha, das ist richtig schön. Okay, die haben den Geheimgang, glaube ich, nicht gefunden. Okay, ich glaube, das ist immer auf der sicheren Seite. Ich habe eine Idee, Carter. Warte mal. Wir gehen mal zu Baloo rein. Hallo, Baloo. Hallo. Ich hoffe, dem geht's gut. Wir machen hier, warte mal, ich mache mal die Tür zu. Pass mal auf. So. Oh.
Hoppala. So, meint mal, guck dir das mal an. Wo sind wir denn hier überhaupt? Ich weiß bin mir echt nicht sicher. Okay, Kater, wir machen nämlich hier jetzt den Geheimgang rein, okay? Okay. Warte mal, ich buddel mich mal hier nach hier unten. Ich glaube, also es müsste ja theoretisch hier unten natürlich auch die Kanalisation sein, oder? Ja. Das müsste ja eigentlich auch hier sein. Die Frage ist halt nur, oh, ist die echt hier? Ich bin mir nicht sicher. Warte, ich grab mich mal ein bisschen nach vorne. Sind wir auf der richtigen Höhe? Ich glaube schon. Bleib mal oben. Ja, bleib mal lieber oben. Vor allem schau auch, ob ein Wächter kommt oder so. Ja, ja, klar. Oh, Kater, ja, genau. Ich bin hier richtig, Okay, perfekt. Okay, warte mal. Pass mal auf. Ich habe hier Leitern, beziehungsweise ich hole dir die Leiter mit. Ich habe auch welche. Okay, sehr gut. Dann komm am besten mal runter. Okay, dann mache ich die Leitern hier weg, beziehungsweise mache hier eh alles zu, dass wir hier unter den Kisten auf jeden Fall safe sind. Das kommt weg. Und ich habe noch ein bisschen Holz, das heißt, das setze ich einfach... Oh nein, das ist falsche Holz. Okay, das passt. Hier haben wir alles zugemacht, das heißt, ich mache hier die Decke auch zu. Hast du zufällig nochmal so eine versteckte Tür, Kater? Ah ja, warte, Moment. Oh, das ist eigentlich schon cool. Hier haben wir so einen geheimen Eingang. Und hier können wir dann einfach hoch zum Hundi. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz nach oben. Ja, das ist richtig nice. Das heißt, wir haben so gesehen zweimal eine Tür. Und dann können wir erst nach unten und da vorne unter der Kiste. Da sieht keiner mehr den geheimen Eingang. Und das ist richtig, richtig cool. Wir haben einfach einen direkten Zugang in die Kanalisation. Oh, Moment mal. Was liegt denn da unten? Siehst du das? Ja, was ist das denn? Soll ich mal... Boah, du bist im Abflusswasser. Geh da raus. Was ist das? Ist das ein Hammer? Ja. Warte mal, was macht der denn? Was kannst du damit... What? Man kann damit... Oh! Oh mein Gott! Wie gut ist das denn? Das müssen wir auch beim Hund machen. Stimmt, das müssen wir echt auch oben machen. Auf jeden Fall. Moment mal, die Tür ist einfach unsichtbar. Von außen erkennt man die halt echt gar nicht mehr. Guck mal. Warte, wenn man hier vorbeiläuft, das sieht kein... Das sieht niemand. Krass. Das ist richtig gut. Okay, das machen wir oben unbedingt auch. Das sieht dann wirklich gar keiner. Das ist so unauffällig. Das ist richtig gut. Was? Warte mal, ich stelle mich mal hier hin. Hallo. Oh. Und? Das ist richtig nice. Perfekt. Es ist einfach eine unsichtbare Tür. Das ist richtig, richtig gut. Hier unten, Leute, sieht man natürlich gar nichts mehr. Und das heißt, wir können jedes Mal zu unserem süßen Hundi Baloo gehen. Oh, sorry. Und runter. So. Und dann können wir einfach ganz in Ruhe runter. Niemand wird uns jemals hier entdecken. Und ja, hier ist auch wieder eine unsichtbare Tür. Das ist so gut gemacht, Kater. Das ist richtig, richtig nice. Ich würde sagen, komm noch mal runter am besten. Wir schauen uns hier noch ein bisschen um in der Kanalisation. Moment, ich habe noch eine Idee. Wir haben jetzt hier auch eine Falltür und Leute, man erkennt sie einfach gar nicht. Seht ihr das? Sie hat einfach die gleiche Textur wie die Wolle. Das ist richtig, richtig gut. Das heißt, Leute, wir haben hier unsere ganz normale Zelle. Man erkennt einfach null, dass hier hinten noch ein Raum ist. Wir können hier durchgehen, können dann hier durchgehen. Das heißt, wenn man allein schon hier drin ist, es denkt einfach niemand, dass es hier noch weitergeht. Und dann geht's einfach nach hier unten. Das ist so, so heftig tatsächlich. Und natürlich hier in der Kanalisation auch nochmal eine unsichtbare Tür. Das ist so krass. Und Kater, ich würde sagen, wir gehen einfach noch ein bisschen hier die Kanalisation erkunden. Mich würde es echt interessieren, wo es hier lang geht. Wir dürfen uns halt echt nicht verlaufen. Oh, guck dir das mal an, Kater. Da sind nochmal Leitern. Ja, warte mal. Boah, ich will da nicht ins Wasser. Oh Gott. Oh. Moment mal. Wo geht's hier lang? Wo sind wir hier? Kater? Krass, aber, wo sind wir hier gelandet? In einem anderen Zellending. Ich bin mir nicht sicher. Also, soll ich das mal... Nein. Wenn da jemand ist oder so, der sieht uns ja sofort. Sicher? Ja. Okay. Wir gehen lieber nochmal runter. Was ist das denn? Hier ist ja alles miteinander vernetzt. Wir sind aber schlau, aber haben noch nichts gemacht, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob hier schon mal jemand ausgebrochen ist oder nicht. Aber, wow, guck mal, what? Wie groß ist die Kanalisation denn bitte? Nicht. Geht's da hinten raus? Habe ich auch schon gedacht, aber da wird's dann einfach, es geht weiter, meine ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Wow, wie weit geht das denn? Okay, Kater, das schaffen wir niemals heute. Hier ist auch schon was zusammengebrochen. Oh, hier hinten geht's ja noch weiter. Ah, guck mal, hier ist auch kein Wasser drin, okay. Stimmt. Okay, ich würde sagen, das erkunden wir lieber an einem anderen Tag, weil heute wird es echt viel zu viel. Aber das ist schon richtig, richtig cool, was wir heute gemacht haben. Wir haben eine neue Zelle bekommen, wir haben unsere Zelle geupgradet, wir haben unsichtbare Türen. Es ist richtig, richtig nice. Wir haben echt viel geschafft heute tatsächlich. Hier geht's wieder hoch, Kater, komm rein. Genau, sehr gut. Niemand ahnt tatsächlich, dass wir hier sind. Das ist richtig, richtig gut. Wir müssen halt echt die nächsten Tage die Kanalisation weiter erforschen. Da müssen wir echt schauen, wie wir dort am besten rauskommen. So, das mache ich nochmal zu. Ich hoffe, Baloo geht's gut, aber ich denke schon. Hallo, Baloo. Ach doch. Ja, Ding wird supi-dupi. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kater vorbei und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.